macht das Einkaufen doch wieder Spaß hier. Angesichts dieser Auswahl bin ich schon wieder überfordert. Ich könnte wieder kaufen. €142. Wir haben auch gute Sachen gekauft. Ja. Nun einfach mal runter von der Piste. Und dann haben wir unseren perfekten Brotzeitplatz gefunden hier. Heiß ist es. Meine Begleitperson weigert sich, diesen Fluss zu durchwaten, um zu gucken, ob wir da durchfahren. Also drehen wir um, fahren wieder hoch zur Straße. Und wieder mal hat sie mir in mein Video reingequatscht. Ne? Ja. Ja. Das macht die so. Ja. Also, wir fahren weiter. Wir haben hier einfach mal spontan angehalten, weil wir diese Ruine hier gesehen haben. Ein Geisterbauernhof. Hier ist so eine Brücke. Immer wieder schön so ein Gewässer, was hier so fließt. Wäre das was zum Freistehen für die Übernachtung? Aber der Platz da unten wäre schon schön. Da unten. Zeig's euch gleich mal. Allerdings ist es erst 14 Uhr und für uns noch zu früh, um schon Stopp zu machen. Aber hübsch ist es hier, ne? Ja. Immer mit euch zu dem Platz. Nee, ich gehe doch nicht mit euch dahin. Das war's zum Durchfahren, nicht zum Durchwarten. Ging ja auf jeden Fall jetzt da links runter. Und dann stehst du direkt unten am Bach. Aber ich habe keine Lust, hier nasse Füße zu holen. Da unten. Auf der anderen Seite. So direkt am Bach stehen. Ist auch laut, oder? Ja. Geht ja dann irgendwann auch auf den Sack, Senkel. Aber die Hütte hier, die hat ein schönes Tor. Naja, ich sag mal so, das Ding ist nicht abgeschlossen. Nein, nein, gar nicht. Niemals. Machen wir nicht. Aber es ist nicht abgeschlossen. Nur mal gucken, sagt sie. Nur mal gucken. Wie ist es? Die abenteuerlichsten Reisen beginnen mit, lass mal gucken, lass mal da lang fahren. Nur mal gucken. Jetzt da mal gucken, weil da ist ein riesen Wasserfall. Wir laufen gerade immer noch. Glaube ich. Wir sind jetzt gerade noch ein Stück weiter gelaufen und jetzt gehen wir hier zum Wasser. Und wir sacken hier gerade krass ein. Das heißt, wir können nicht zu dem Wasser vorlaufen. Das ist nichts für diese Füße. Schau dir das mal an. Aber wir kommen da nicht hin. Da ist jemand im Expeditionsmodus. Expeditionsmodus. Wir haben eine Brücke entdeckt. Auf der laufen wir jetzt rüber. Ich fühle mich jetzt hier gerade total
Im Blindmodus. Ich sehe nichts auf dem Display. Ob wir hier mit dem Fred weiterfahren sollen? Eher nicht, ne? Hier geht der Flusslauf weiter, irgendwie abgeleitet. Ist aber sehr viel Wasser gefahren. Ja. Und mein. Eigentlich farblich total interessant. Und der Zaun hier. Ja, das ist ein Reinfeld, hast du dabei. Ja, der sieht aber neu aus. Glaubst du ja nicht. Wir fahren ja gerade so friedlich. In Jacka. Genau. In gerade so Ortsausfahrt Jacka. Und auf einmal ein Riesenschwarm Geier. Hier diese, wie heißt diese Gänsegeier? Hier gleich links raus, rechts ging nicht, angehalten. Alles gezückt, was wir haben, um irgendwelche Filme machen zu können. Und ich hoffe. Ich kann euch sogar zeigen, es war schon. Es war mindestens 100. Wir sind jetzt aber gleich an unserem Tagesziel. Wir fahren jetzt hier einen Campingplatz unweit Jacka an. Ich muss dann wieder unten reinschreiben, wie das Ding heißt. Wir hatten eine wunderschöne Tour heute von Loara. Jetzt hier Umgebung Jacka. Sind über so kleine Straßen gefahren. Wir haben uns auch navigationstechnisch eher so von Punkt zu Punkt gehangelt. Weil hätten wir das feste Ziel eingegeben, wäre der immer wieder über große, schnelle Straßen gefahren. Hier runter. Ja. Jetzt hat man es ja lange Zeit kalt, frisch. Und heute habe ich zum allerersten Mal Tarps gespannt, um uns Schatten zu machen. Und die Wäsche hängt auch auf der Leine.